Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute darf ich wie immer begrüßen unseren Trainer Daniel. Hallo, grüße dich. Grüß dich. Schön, dass du Zeit hattest. Momentan hast du ja noch Vorbereitungen. Kannst du uns den Stand über die Vorbereitung mal sagen, wie die Jungs so drauf sind, wie du sie siehst? Ja, also wir haben ein bisschen schwer dieses Jahr in die Vorbereitung gefunden, muss man ehrlich sagen. Ein 7-1 zu Hause gegen Augsburg ist kein tolles Ergebnis nach der ersten Woche als Start. Wir haben ein bisschen Verletzungsprobleme. Nico ist nicht rechtzeitig fit geworden zur Vorbereitung, aber war jetzt auch nicht zu erwarten, also kein Druck auf den Jungen, aber bei optimalem Verlauf hätten wir uns gewünscht, ein bisschen früher, aber er ist auf einem guten Weg und wir werden ihn bald im März im Mannschaftstraining wiedersehen. Mario verletzt, Gerrit angeschlagen in der Vorbereitung, ja, und das sind halt wichtige Spieler, die uns gerade auch fehlen, auch im Training. Und man will sich halt optimal vorbereiten. Dann wurden die Ergebnisse Gott sei Dank langsam besser. Das 1:1 gegen Deisenhofen war schon wieder ein großer Schritt nach vorne, auch von der Spielanlage her und allem. Obwohl man immer noch sagen muss, wir testen viel, wir probieren viel aus, wir versuchen allen viel Spielpraxis zu geben. Und dementsprechend brauche ich nicht alles auf die Goldwaage legen. Jetzt haben wir gegen Bayern das erste Mal, sagen wir mal so ansatzweise mal mit dem gespielt, wie es sich bisher herauskristallisiert. Mhm. Haben dort eine wirklich gute Leistung abgerufen, aber Bayern hat auch im Vorbereitungsspiel einen anderen Motivationscharakter natürlich. Und dementsprechend war das aber auch eine wichtige Standortbestimmung für uns, ob wir uns auf den Punkt wieder konzentrieren können. Mhm. Und damit haben wir auch bewiesen, dass wir das immer noch können. Aber gegen Bayern hat man vor allen Dingen gesehen, was mir aufgefallen ist, dass die Defensivarbeit um einiges gestiegen ist zu den Vorspielen. Also offensiv gegen Bayern kann man natürlich kein Feuerwerk erwarten, aber defensiv fand ich, war es eine super Leistung. Ja, also gegen Kirchheim oder gegen Deisenhofen erwarte ich halt ganz ein anderes Spiel. Mhm. Aber wenn wir die ersten Wochen von uns in der Runde jetzt betrachten, mit Pippins Ried zu Hause angefangen, aber danach kommen alle nacheinander, Sonthofen, Pullach, Heimstetten. Sind auch Mannschaften, die uns in der Defensive fordern. Deswegen habe ich auch eine sehr, sehr schwere Vorbereitung gewählt. Gerade mit drei Regionalligisten jetzt am Wochenende kommt, oder müssen wir mal schauen. Wollte ich gerade sagen, ist ja noch offen, wo wir jetzt spielen, ja, gegen Memming. Ja, wo wir jetzt spielen gegen Memming, aber es ist wieder eine Mannschaft mit Regionalliga-Format, die dort jedes Jahr eigentlich eine gute Rolle spielt und gegen die wir uns letztes Jahr in der Regionalliga auch sehr schwer getan haben. Aber das ist halt genau mit Absicht, weil ich denke, dass wir, wenn wir die Meisterschaft holen wollen, sie vor allen Dingen in der Defensive holen müssen. Mhm. Nach vorne haben wir Qualität. Und das heißt, wir werden dort auch das eine oder andere Tor in der Runde schießen. Mir ist wichtig, dass wir hinten sehr gut stehen und aus dem guten Defensivverbund vernünftig nach vorne spielen. Und das wird in den ersten Spielen sehr wichtig sein. Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wie alle aus dem Winter rauskommen. Mhm. Und dementsprechend hoffe ich, dass die nächsten Wochen jetzt noch einen Schritt nach vorne geht. Wir haben jetzt das Trainingslager vor der Brust. Das ist natürlich überragend, nochmal so 5 Tage zusammen am Gardasee mit allen Jungs und nochmal gute Teambuilding-Maßnahme, nicht nur Training, sondern auch nochmal zusammenschweißen für 3 harte Monate. Also kann man sagen, im Teil zu Dennis seine Ansicht von wegen Vollgas müssen wir weitergeben und schauen, dass wir dementsprechend unsere Punkte einfahren, unser Spiel machen und dann sehen wir, was am Ende rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind keine Mannschaft, die sich jetzt hinten reinstellen will, sondern wir wollen das Spiel machen, aber es wird Gegner geben, das haben wir auch schon in der Hinrunde festgestellt, die uns da Paroli bieten. Und wie gesagt, die haben wir am Anfang alle vor der Brust. Und dann muss man halt gucken, dass man sich dafür gut waffnet. Und das machen wir gerade und sind da auf einem guten Weg. Eine Vorbereitung wird nie 6 Wochen glatt laufen. Also das habe ich noch nie erlebt. Die Frage ist, wann kriegst du dein Loch oder wann hast du deine Schwächeperiode? Mhm. Weil einige haben mit der Motivation am Anfang ein bisschen Probleme, die anderen haben mal mittendrin so einen Hänger.
Manche Mannschaften, bei denen läuft alles super und auf einmal kommen sie schwer einen Tritt in die Runde. Also von daher bewerte ich das, sagen wir, dieses Anfangsloch nicht über. Aber wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung, alle werden fit an den Start gehen und das ist das Wichtigste. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß im Trainingslager und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Den Fans würde ich gerne jetzt noch ein paar Szenen zeigen von unseren Verletzten. Du hast sie angesprochen, unter anderem Nico, Mario, die haben ein bisschen Fußballtennis hinten gekickt. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, waren ein paar lustige Szenen dabei. Also schaut rein, bis dahin, auf Wiedersehen, ciao. Langsam, nicht den Fuß kaputt machen. Ja, Peniser. Und? Ja, die komm, Spieler. Boah, ist das geil. Ja, doch. Wow! Oh, nein, ich hab mich echt so weggetan! Nein, ich war nicht tot! Nee, ist einfach noch nicht auf der Platte! Oh, ist der gefährlich! Oh. Wie so ein Stil. Junge, danke Mario! War dreimal ins Aus! Oi, ja. Der war erst einmal! Ja, der war zweimal! Der war einmal und der war zweimal! Der war zweimal! Du warst nicht dran! 7-5! Ja, Gary! Der Spieler! Da war's! Hey. Da war's! Ja, gut! Ja, gut! Klasse! Mann!